Die israelische Luftwaffe hat mehrere Ziele im benachbarten Syrien bombardiert und mindestens drei Soldaten getötet. Laut der syrischen Agentur Sana sind bei dem Angriff Stellungen in der Nähe der Hauptstadt Damaskus sowie auf den Golanhöhen beschossen worden. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von 10 Todesopfern. Die Angriffe hätten sich gegen Stellungen iranischer Kräfte sowie der libanesischen Hisbollah gerichtet. Beide sollen der syrischen Regierung nahestehen. Israel hat unterdessen den Angriff bestätigt. Regierungschef Benjamin Netanyahu begründete das Vorgehen mit den jüngsten syrischen Aggressionen gegen Israel. Am Vortag waren nach Angaben der israelischen Armee 2 Geschosse von Syrien aus in Richtung Hermonberg abgefeuert worden. Dabei sei niemand verletzt worden.